Die Zeiten sind gerade nicht einfach für uns, aber wir sind trotzdem voller Hoffnung unterwegs. Liebe Best Agerinnen und Best Ager, hallo meine lieben Freunde. Ich bin heute in Bayern unterwegs, in Isen. Ich spiele hier im Gasthof Clement in einer wunderbaren Wirtshausbühne, so wie man sich das halt vorstellt. Geschehe, so schaut es wunderschön hier. Und ja, für die Krisenzeiten sind immerhin schon 50 Karten vorreserviert. Das ist doch der Grund, warum wir spielen. Es sind Leute da, es werden Leute kommen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir werden endlich mal wieder auch in schwierigen Zeiten einen wunderschönen, sorgenfreien, spaßigen Abend verbringen, hier in Isen. Und der Gasthof Clement in Isen ist dafür der perfekte Ort. Ein Gasthof, der hoffentlich, auch wenn die Zeiten schwerer werden, für uns immer erhalten bleiben wird. So ein bisschen lächeln. Es gibt nichts Schöneres als die Stimmung kurz vor einer Show, die Leute, die plaudern, die Technik, die aufgebaut ist und die Spannung, ob der Abend zu dem Erfolg wird, den man sich eigentlich immer wünscht. Wir sind Millionäre! Und dann ist es soweit. Es geht los. Der Abend hat begonnen. Der Abend wird schön. Es war ein großartiger Abend mit so vielen netten Überraschungen. Also erstens mal im Moment, die Zeit ist schwierig für uns alle. Und wir hatten einen Vorverkauf, der gar nicht schlecht war für den Moment. Das waren ungefähr 50 Tickets. Deswegen haben wir gesagt, spielen wir auch den Abend. Und ich bin hergekommen und dann waren 80 Leute da. Also das war schon mal großartig. Das ist für den Moment, für meine Größenordnung von Berühmtheit, ein sehr gutes Ergebnis. Und es hat richtig Freude gemacht. Die Leute wollten Spaß haben, haben viel gelacht. Und der Abend ist für mich auch einer, den ich nicht so schnell vergessen werde, so wie die Stimmung hier war. Das war super. Und dann hier im Gasthof Clement. Ich bin so nett betreut worden vom Wirten und von der Familie und von allen, die da waren. Alle haben mitgeholfen. Ich bin super versorgt und am Abend, heute in der Früh, ein wunderschönes Zimmer gehabt. Die Bühne ist sehr, sehr schön. Und der Saal, also es ist wirklich, wie man sich es halt vorstellt, im Klischee, ein wunderschöner, kann man sagen, Wirtshaus-Theatersaal, also spitze. Ja, jetzt geht es dann weiter. Ich hoffe, es geht ähnlich weiter und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal in Isen. Das wäre schon schön. Wenn das so angelaufen ist, kann es noch besser werden. Ja, und jetzt geht's zurück nach Österreich, genauer gesagt nach Vorarlberg, nach Dornbirn. Eine wunderschöne kleine Stadt, ca. 40.000 Einwohner und seit mehreren Jahren der Schauplatz unserer erfolgreichsten Comedy-Show überhaupt. Seit wir die Show gestartet haben, ich glaube, es ist schon fast 8 Jahre oder 9 Jahre her, waren nur die ersten 2 Shows nicht ausverkauft. Seit damals nur volle Bude und viel Spaß. Und den großen Erfolg verdanken wir vor allem der großartigen Location, der Wirtschaft, dem großartigen Gastronomen, dem Wolfgang und den großartigen Kollegen, die seit Jahren mit mir hier ein wunderbares Unterhaltungsprogramm produzieren. Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schnecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken schnecken schauderhaft schmecken. 23, 24, 25, 26. 40 Jahre Bühne. 41 Jahre. Schade, zu spät, Soundcheck vorbei, 30 Sekunden heute. Beim nächsten Mal. Einschalten. So, irgendwann lerne ich diese Technik auch noch. Hallo, willkommen in Dornbirn zum großartigen Soundcheck. Ich bin der Letzte, der soundcheckt. Ich bin ja auch der Letzte überhaupt im Leben. Ich bin in der richtigen Stimmung für Comedy heute. 57, kurz vorm Absterben. Und ja, und ohne Berufsaussichten, außer der Hoffnung, dass meine Ehe noch möglichst lang weiterläuft und ich damit meine Sugar Mama zu Hause habe, die mich durch all diese Dinge durchbringt. Ich glaube, das passt, oder? Jetzt drehe ich ab, bevor ich dann Schwierigkeiten kriege zu Hause. Die kurze Depression ist auch gleich wieder weg, wenn man die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer sieht, die sich auf die Show freuen, die sich anstellen, die rein wollen, die von uns unterhalten werden wollen und denen wir einen wunderbaren Abend bereiten wollen. Ich bin jetzt 37 geworden. Da ist er wieder, ja, Mensch, ein Applaus für recht, richtig. Darf ich hier zu Ihnen sagen? Ja, darf ich Sie euchzen?
Jetzt alle mal die Hand heben, wer von euch legt auch gerne selber die Hand an. Also jetzt Hornbach, Praktika, alles in Obi. Das heißt, dass für den Italiener der Gruppensex ist, ist für den Deutschen der Kreisverkehr. Also, die Stimmung ist selbst nach Ende der Show noch groß hier. Das war ein wunderbarer, schöner Abend. Alles knallvoll. Die Leute von der ersten Minute an wollten Spaß haben, gelacht, geklatscht. Das ist so ein Abend, den man dann lange in Erinnerung behält. Und war schön, den jetzt einmal wieder zu haben, auch für die Gäste, glaube ich. Ja, und jetzt geht's morgen nach Wörgl. Aber der Abend heute, wow, super. Große Freude mit grandiosen Kollegen, die alle super waren. Eine Show auf einem Qualitätsniveau, das man nicht oft, nicht viel sehen kann. Mal schauen, wie es morgen wird. Tja, das schöne Tirol und Wörgl, unsere jüngste Location für unser Comedy-Dinner. Insgesamt sind wir jetzt das dritte Mal da. Dort sind wir im Komma zu Gast, eine der renommiertesten Kabarett- und Musikbühnen im westlichen Österreich. Alle Größen des Kabarets und auch der Musik in Österreich sind dort schon einmal aufgetreten. Ja, und jetzt ist der Wiener Moderator mit seinen deutschen Gästen und Freunden zu Gast, um den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und wieder Soundcheck und die üblichen Vorbereitungen für eine große Show. Hoffentlich eine große Show. Roberto, Emilio, Francesco, Paolo, Sergio, Lionello, Capituni. Ich bin Onkel Luigi, du Arschloch, geh weg mit der scheiß Kamera. Ganz natürlich jetzt, ja, ich mache kurz eine Aufnahme in der Garderobe. Ganz natürlich. So wie Comedians so sind backstage in der Garderobe. Ist das ein Video? Nee, ist ein Foto. Ist für TikTok-Foto-Version. Langgezogenes Foto. Das ist unsere Garderobe. Ja, genau. Oder könnt ihr euch vorstellen, sofort kommen immer die Fragen so. Ne? David, sag mal, hast du denn gar keinen Kinderwunsch? Was sagst du denn? Mal die Hand heben, auf die das jetzt zutrifft. Wer hat in seinem Leben schon einmal gekifft? Oh, kleine Kifferrunde hier in der Mitte. Mein vollständiger Name? Roberto, Emilio, Francesco, Paolo, Sergio, Leonello, Capitoni. Wegen diesen ganzen Namen bin ich meiner Taufe fast ersoffen. Ich bin gerade ins Hotel zurückgekommen von unserer Show in Wörgl, dem Comedy Dinner. War sehr schön. Das Interessante dort ist, es waren 70 Zuschauer, aber damit ist die Sache auch ausverkauft, weil das Problem, die Catering-Möglichkeiten sind dort sehr eingeschränkt. Es gibt nur eine ganz kleine Küche und sie können eigentlich nicht mehr als 70 Leute bewirten mit einem 3-4-Gänge-Dinner. Deswegen ist es eingeschränkt. In Wahrheit hätte man wahrscheinlich, wurde mir gesagt, 150, 160 Karten verkaufen für den Abend, weil das läuft sehr gut dort. Aber noch sind wir eingeschränkt, da müssen wir uns überlegen, was für die nächsten Jahre irgendwann einmal ein neues Konzept, wo es mehr Leute möglich macht. Es ist natürlich klar, wenn man einfach in einem Theater, das Komma ist eine sehr tolle Location, sehr bekannte Location, aber die hat kein Restaurant, keinen Restaurantbetrieb. Und daher ist es schwer, dort so ein Dinner für mehr als 70 Leute auszurichten. Aber die da waren, also die waren großartig, die haben richtig viel Spaß gehabt, Freude gehabt, das war eine tolle Show. Und genau wie diese drei Tage, die waren jetzt eigentlich fast untypisch für die Zeit, weil die Solo-Show war echt gut, Dornbirn sowieso völlig ausverkauft und eine Riesenshow und heute in Wörgl auch. Im Moment ist es eher selten, dass wir solche Abende erleben dürfen. Es ist schön, wenn man drei Tage quasi hintereinander das erleben darf und zeigt einem, dass es doch ein tolles Business sein kann und nicht nur ein Business, sondern es ist einfach schön, Leute oder Menschen zum Lachen zu bringen, so richtig zum Lachen zu bringen. Wir hoffen alle, dass es im nächsten Jahr besser wird und ich besonders, ihr wisst ja, ich sage immer, das Beste liegt immer noch vor uns. I hope so. Ich würde gern weiterspielen. Im Moment ist es schwierig, es gibt halt nicht so viele Auftritte, aber wir lassen uns das Ganze nicht vergehen. Wir machen es trotzdem und versuchen es durchzuziehen. Ich wünsche euch alles Gute.
War mir eine Freude. Habe die Ehre. Best Ager.